Sehr viele Kunden, die ins Haus kommen, die haben eigentlich auch eine persönliche Bindung zu unserer Verkäuferin, weil sie sich über lange Jahre schon kennen, weil es eben überwiegend Stammkundschaft ist. Und von daher gehend läuft es eigentlich hier sehr familiär ab. Man könnte fast sagen, es ist ein kleiner Betrieb, aber im Großen. Und dementsprechend ist eigentlich das Verhalten von Verkäuferinnen zu Kunden. Wir befinden uns hier an der französischen Grenze. Die Kunden, die vom Elsass kommen und die etwas auf Gourmet Wert legen, haben natürlich auch Spezialitäten da, wie jetzt die Wachteleier, Flugendebrüste, Straußenfleisch und dergleichen. Sehr wichtig für mich und für die Kunden sind hier drin die Eigenproduktionen, weil der Standort hier Fleischkäse ist bei uns eigentlich gar nicht wegzudenken. Was auch ein ganz großes Ding ist, wo wir unsere eigene Rezeptur entwickelt haben, das ist die Maultasche. Die wird gemacht, wie man sie daheim gemacht hat, so wie man sie kennt und so wollen sie die Leute und da haben wir sehr große Erfolge damit. Für unsere Region typisch hier sind zum Beispiel auch Schwarzwälder Schäufele. Das ist ein Schulterstück vom Schwein, das gepökelt ist und anschließend heiß gegart.